Zurück mit Icarus, hallo und willkommen, liebe Leute. Ich spiele noch mal ein bisschen weiter. Bin leider jetzt im Dunkeln, wo ich beim letzten Mal aufgehört habe, tatsächlich verstorben. Und musste ein paar Sachen neu bauen und so, aber das geht hier wirklich ganz easy. Also hier ist nicht so das Problem, die Sachen schon zu haben, sondern das Wissen dazu zu haben. Und wenn man das hat, wie man was baut, dann ist das ja wirklich ein leichtes, hier alles wieder zusammenzusammeln. Aber so eine nächtliche Bärenattacke ist eben wirklich unumgänglich. Und da musste ich jetzt halt gerade mal durch. Hab dennoch einen Stufenaufstieg geschafft und habe dieses Intermission Radio oder wie auch immer das heißt erstellt. Muss dringend ein bisschen was essen und das habe ich bereits. Sehr gut. Genau, vielleicht finden wir irgendwo ein paar Kürbisse oder Melonen oder sowas und dann. Oh, da sind wir auch schon. Dann haben wir das. Zusätzlich zu diesem Radio oder Funkgerät habe ich noch die Anbaufläche freigeschaltet. Damit ich tatsächlich selbst was anbauen kann. Vor meiner Hütte. Doch vorher möchte ich einmal einem Hinweis aus dem Kommentarbereich folgen. Und Richtung Norden gehen. Da gibt es wohl Höhlen oder eine Höhle. Es gab mehrere Hinweise, wo es Höhlen gibt, aber da, wo ich gerade bin, wohl nicht so super viele. Dann wollen wir mal schauen, denn ich brauche ein paar Erze, um das Ganze nutzen zu können. Und um natürlich auch voranzukommen, denn allmählich. Ist das da eine Höhle? Werden Erze immer wichtiger. Und ich will natürlich hier auch ordentlich Fortschritt machen. Ja. Na Leute, das sieht doch gut aus. Oh, ich habe keine Fackel. Und ich sollte vielleicht was essen vorher. Sehr schön. Das hätten wir. Die Fackel kommt da rein. Und dann wollen wir mal schauen, wie ich mich hier schlage. So, das hier sind schon Erze. Und da sind leider Feinde. Im Land der Raketenwürmer Mini-Edition. So, jetzt bin ich vergiftet für noch 10 Sekunden. Das sollte machbar sein. Aber da sind natürlich noch mehr drin. Eisen, da haben wir es. Sehr schön. Ja, die Ausdauer ist jetzt sehr gering nach dem Tod. Mal eben schauen. Gewichtsmäßig können wir noch jede Menge mitnehmen. Auf so einen Wurfspeer. Gar nicht so schlecht. Noch nie benutzt, original. Was haben wir hier? Kupfer. Warte mal, was habe ich denn jetzt? Lungenentzündung.
glaube ich, nichts. Nee, Set wird mir jetzt nicht helfen. Auch mit einer Lungenentzündung kann ich nichts mehr machen, was in irgendeiner Form Ausdauer verbraucht. Was jetzt aber auch nicht schlimm ist. Ich gehe mal zurück. Ich habe ja ein bisschen was. Ich will mich jetzt halt nicht hier umbringen. Stattdessen schaue ich lieber mal, wie ich das hier markieren kann. Denn das scheint ja ein ganz guter Fund zu sein. Wo bin ich denn? Ach da, so schaut mal, mittendrin, damit hätte ich gar nicht gerechnet. So, wie kann ich das jetzt markieren? Denn markiert ist bereits mein Camp. Und ich kann aber nur eine Sache markieren, bin ich der Meinung. Wir können mal kurz in den Einstellungen schauen. Karte Technik, ne, habe ich nichts gesehen dergleichen. Ach, warte mal, jetzt geht's wieder. Habe ich mich doch geirrt? Ausdauer verbraucht. Möglicherweise geht das mit der Steinspitzhacke nicht. Nee, ich kann nichts dergleichen machen, alles klar. Dann geht es jetzt eben zurück, ist nicht so schlimm. Also, markiert habe ich das Ganze jetzt. G5 hier in der Kurve des Flusses ist jetzt auch nicht so schwer zu finden, aber wenn ich mehrere finden sollte, und jemand von euch hat auch geschrieben, er hat sich alle Höhlen markiert. Das heißt, es muss ja irgendwie möglich sein, entweder durch etwas, was man selbst bauen kann, was dann da zu sehen ist. Mich wundert auch ehrlich gesagt, dass mein Lager nicht zu sehen ist. Der Respawn-Punkt. Ich weiß nicht, warum das so ein Geheimnis ist. Muss ich aufpassen mit der Lungenentzündung. Es gibt Medizin, die ich selbst herstellen kann. Allerdings muss ich die auch erst im Technikbaum freischalten. Und da ich in meinem jugendlichen Leichtsinn natürlich dachte, dass mich sowas niemals treffen wird. Wie damals, als ich noch nie einen Sonnenbrand hatte und dann 5 Stunden lang im Schwimmbad bei 38 Grad in der Sonne saß. Das waren tolle Zeiten. Ja, die Ausdauer ist sehr gering, jetzt durch die Lungenentzündung natürlich auch. So, die Hütte steht noch. Ich sollte dann vielleicht beim nächsten oder übernächsten Stufenaufstieg schauen, dass ich irgendwas parat habe, irgendein Wissen mir aneigne, freischalte, um hier Feuer und Brände zu bekämpfen. Denn, wie ganz richtig angemerkt worden ist, gibt es hier Blitzeinschläge und dann stehe ich plötzlich da. So, eins nach dem anderen. Also, das ist mal raus. Zack. Activate. Eisenerz. Sehr schön. Kupfer habe ich jetzt nicht, genau. So, das kann ruhig arbeiten. In der Zwischenzeit würde ich sagen, hole ich nochmal ein bisschen Holz. Und ich habe einen Bären gehört. Ja, mal schauen, ob ich jetzt Holz abbauen kann. Wenn nicht, muss ich die 330 Sekunden eben noch abwarten. Das geht.
Das soll mir erstmal einer nachmachen. Sehr schön. So ein bisschen Holz. Können wir das mal rüberhauen? Hier haben wir sogar noch ein bisschen was. Essensmäßig alles gut. Das nehme ich so mit. Sehr schön. So, dann haben wir hier oben die Werkbank. Trinkschlauch. Und füllt er sich von allein auf? Ja, sobald ich trinke, ist er aufgefüllt. Okay. So, wie sieht's hier aus? Wo haben wir denn den Amboss hier? Ah. Muss mal schauen, woraus der gemacht wird. Oh, 40 Eisenbarren. Ja, aber gut, das sollte machbar sein. Dann würde ich sagen, haue ich die Eisenbarren schon mal rüber. Ah, jetzt muss ich eh warten. Lungenentzündung, noch 100 Sekunden. Das schaffe ich. Das sollte ich eigentlich so schaffen. Dann kann ich den Sturm über in der Höhle verbringen. Ein bisschen kämpfen. Und schauen, dass ich noch mehr Zeug mitbringe. Denn Amboss und daraus resultiert dann eben Eisenwerkzeuge und Eisenwaffen hoffentlich. Ich weiß nicht, wie viele ich davon tatsächlich freischalten muss erst. Ich vermute einfach mal alle. Und das Spiel, was ich letzte Folge fälschlicherweise als Spiel des gleichen Entwicklers benannt habe, nämlich Space Engineers, ist nicht Space Engineers, sondern Stationeers. Beide nicht gespielt. Keine Ahnung. Aber das Nears hat mich so durcheinander gebracht, deshalb. Gut versteckt. Boah, die Lungenentzündung ist weg. Sehr schön. Ich habe die Ausdauer wieder. Immer noch eine blutende Wunde. Ist das eine größere? Muss ich die nähen oder was? Tiefe Wunde. Ah ja, Tatsache. Sehr gut.
das hätten wir. Wood Javelin, haben wir noch einen? Bone Javelin. Ja, wesentlich besser. Ich weiß nicht, ob Find a Respawn oder ob das dann erledigt ist. Jetzt scheint alles ruhig zu sein. Gibt es auf jeden Fall ordentlich Zeug, Leute. Ja, stimmt auch tatsächlich. Jemand von euch hat geschrieben, wenn man diese Felsen bis zum Ende abbaut, gibt es nochmal einen extra XP-Bonus. Das stimmt, das konnte ich jetzt gerade so sehen. Jetzt habe ich schon wieder eine Lungenentzündung. Da muss ich mich da mal informieren, wie es damit zusammenhängt, wie ich das vermeiden kann. Vielleicht durch die bessere Kleidung oder vielleicht gibt es ja sowas wie Tee oder so. Das hier ist Kupfer, ne? Das ist Kupfer, das ist Kupfer. Platin. Das kann ich damit nicht abbauen. Aluminium ebenfalls nicht. Okay. Ich brauche 50 Eisenbarren für den Amboss. So, das soll erstmal reichen.
Immobilie. Verkohlter Mais. Ich wollte mal eben schauen. Technikbaum. Ist hier doch bestimmt irgendwo. Hitzeverband, Kühlverband. Heilt Frostbeulen. Heile Hitzschlag. Okay. Bleibt eine der größten Erfindungen der Menschheit. Kühlbehälter, Kochstelle. Lederbrustpanzer, sehr schön. 15, 20, was haben wir hier hinten? Killi-Brustpanzer, okay. Zwanzig ist das Maximum. Was fehlt denn jetzt noch? Hatte ich nicht einen und ich habe 9 geholt? Ach nee, ich habe insgesamt 9. Okay. Ja, Werkbank, okay. So, Kupfernägel. Das ist das, was ich bisher an Wissen habe. So, würde ich sagen, gehe ich ein bisschen jagen. Vielleicht schaffe ich ja noch eine Stufe, um dann wenigstens die Eisenaxt herstellen zu können. In jedem Fall muss ich nochmal zurück in die Höhle.
lasse ich mal lieber. Und meine Rüstung ist natürlich auch weg seit dem Tod, völlig klar. Vielleicht hätte das schon geholfen in der Höhle. Okay, da ist ein Bär. So, schauen wir mal, was ist denn sinnvoll? Die Eisenaxt an sich schon. Dafür brauche ich Eisennägel, 6 Eisenbarren. Eisenhammer. Schau noch mal, was ich hier vorne noch so habe, was wichtig sein könnte. Infektion. Löscht Brände schnell. Komme ich nicht drum herum, ich brauche das. Wenn es einmal brennt, stehe ich sonst wirklich blöd da. Jetzt kann ich mal schauen, was das tut. Kältewiderstand, Hitzewiderstand, sehr gut. Soweit, so gut. Ich denke aber ansonsten, auf dieser Seite sollte alles safe sein, soweit. Ich habe noch einen Punkt.
So, was wollen wir denn bauen? Holzanbaufläche 10 Schwefel. Sehr schön. Würde ich sagen, lass... Lass ich das mal hier drin. Eisenbarren für eine Wandfackel. Ich glaube, ich muss die Werkbank auch hier runterräumen. Das ist fast wichtiger. Ey, was ist denn hier für ein Schrott dabei eigentlich? Ach, warte mal, aufnehmen. Dafür habe ich keinen Platz. Machen wir so. Ist das vielleicht ein bisschen niedrig? Von wegen die Hütte brennt und so. Das macht doch schon viel mehr Sinn. Okay. Ach, meine Fackel ist auch noch an. Sehr gut. Ah, ich kann mich nicht bewegen. Okay, dann machen wir das hier. So. Was denn? Wachstumsfortschritte, Regen hilft natürlich und Dünger kann ich in diesem Komposter machen mit verdorbenen Lebensmitteln. Allerdings
Habe ich irgendwo verdorbene Lebensmittel? Ja, hier verdorbene Pflanzen. Ich weiß nicht, ob das hilft. Nee. Muss ich dann mal schauen. Aber soweit, so gut. Habe ich jetzt noch irgendwie Krempel dabei? Ja, was für eine Frage. Das kann rüber, das kann rüber. Schwefel kann zurück. Die Eisenbarren hauen wir hier mal rein. Leder, Knochen. Stock, Stock, Stock. Fasern können auch rein. So, wie viel Platz? Sehr gut. So, schauen wir mal kurz, was die Axt so kann. Hohoho. Sehr gut. Sehr gut. So, jetzt schaue ich mal, ob ich da vielleicht doch noch eine Lungenentzündung bekomme. Erhöht die Ausdauerregeneration bei der Reparatur. Das ist gar nicht so verkehrt. Höhere Bögengeschwindigkeit beim Halten von Bögen. Da ich den Bogen sehr gerne nutze, weil das Schießen mit dem Bogen hier wirklich Spaß macht, werde ich schauen, dass ich da natürlich weniger Nachladezeit habe und später natürlich auch weniger Ausdauer verbrauche. Ja, okay. Der ist weg, ja. In dem Zusammenhang natürlich vielleicht cleverer gewesen, die Spitzhacke zu freizuschalten, aber Platin, Kohle, da oben ist noch Eisen. Die Kleidung scheint gut zu helfen, denn eine Lungenentzündung habe ich nicht. Vielleicht kommt die einfach nur später. Ah, da ist die Lungenentzündung. Okay, dauert wesentlich länger, aber
natürlich auch nicht zu unterschätzen. Kohle habe ich auch noch da. Sehr gut. Oh nein. Geh doch weg. Einfach zu dumm dafür. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Sehr schön. Ja, gib mal schön her hier. Ah, da kann ich von Glück reden, dass ich das jetzt getroffen habe. Denn ansonsten wäre das mit so schwacher Ausdauer nichts geworden. Speer finde ich nicht. Weit drüber geworfen, bin ich der Meinung. Wie kann ich das denn... Ah, aus dem Beutel kann man das wässern, okay. Perfekt. Eieiei. Holzstock, Eisennagel.
So, das hätten wir. Ich weiß nicht, was ist denn da die Vorderseite? Das hier wahrscheinlich, ne? Hahaha! Mission verfügbar. Fordere eine Mission an, indem du auf den Knopf unten klickst. Brew some crops. Craft some tools to help out a new prospector in need to be delivered by the UDA. Schwer. Okay, das ist auch neu für mich.
Da muss das dann rein. Farming Weizen. Grow and deliver to the Cenotaph Retrieval Pod. 24 Weizen. Ich bin der Meinung, irgendwo hier war auch Weizen. Das bedeutet, wir bauen auf jeden Fall nochmal so einen Anbaukasten. 10 Schwefel. Ja, das sind natürlich jetzt, ich vermute anfänglich eher so Wischiwaschi-Missionen, sowas wie mach dies und das, so kleine Anfängersachen. Aber wenn das einen ordentlichen XP-Boost gibt, dann bin ich gern dabei. Und man hat ein bisschen was zu tun. Jetzt muss ich, hier vorne. Juhu! Leute, was soll's? Ach, das ist jetzt alles. Ich weiß gar nicht, wie viel dabei rumkommt, aber... Braucht kein Wasser, so wie es aussieht. Was lungert denn darum? Niemand mehr. Oh, hier haben wir ja direkt Schwefel vor der Tür. Sehr gut. Oh,
Oh, ich hätte gerne den Vogel da drüben. Ich weiß nicht, ob das Jungtier jetzt automatisch zu mir kommt. Beim letzten Mal waren es ja zwei und ich vermute, da bin ich in Kampf geraten und dann musste die töten. Aber ganz sicher bin ich nicht. Den Futtertrog habe ich jetzt, Wassertrog leider nicht. Aber ich muss jetzt im nächsten Schritt auch tatsächlich ein bisschen schauen, dass ich ein bisschen Medizin oder sowas herstelle. Nicht, um hier irgendeinen Vogel zu haben. Obwohl man den wohl tatsächlich dann als Reittier nutzen kann. Komm mal mit, Otto. Kannst du schwimmen? Wenn ich den anführe, dann sollte der mir natürlich auch folgen können, ne? Tatsache, der schwimmt. So ist gut. Naja, er schwebt. Komm mal mit, wir schauen mal, ob dir das da schmeckt. Da stand ja, jegliche Form von Obst sollte reichen. Sollte hier, guck mal hier. Wie wär's? Was kann ich mit dem machen? Ja. Sehr gut. So. Zehn Fortschritt, 1%. Ist sleepy. Ja, dann leg dich doch hin. Ja, das mit dem Wasser? Keine Ahnung. Drück die rechte Maustaste, aber es geht nicht. Es kann auch mal wieder regnen, gern. 2%, okay. So, dann würde ich sagen, baue ich noch mehr an. Nee, das geht wahrscheinlich erst später. Doch, jetzt geht's. Ah, da ist nicht genug Wasser drin, das wird's sein. Willst du was trinken? Geht nicht. Jetzt haben wir's. Überlebe 5 Stunden lang im Wald. Ja, sehr schön. Soweit, so gut.
da, okay. Ja, ein bisschen jagen ist jetzt, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Um hier die letzten XP zu bekommen. Dahinter haben wir noch ein Wildschwein. Was in meinen Augen eher ein Warzenschwein ist, ehrlich gesagt, aber gut. Da haben wir es. Was kommt? Leute, ey. Danke für deine Hilfe. Boah, die Bären, ne? Also ich meine, diese Speere sind wirklich super, aber dafür muss man auch treffen und da kurz die Ruhe bewahren. Das ist nicht ohne. Zu allem Überfluss muss ich jetzt noch diesen Vogel hier bewachen. Ich brauche ein bisschen Drogen. Ein paar Drogen, so. Was ist hier der Wachstumszustand? Steht nichts weiter. Wie viel haben wir? 9%. Muss ich mal ein bisschen was nachlegen. Wenigstens noch ein paar Beeren. Ja, ist gut. Ich bin doch da. Da sind einige. Ein Wildschwein. Drei Vögel, wobei das zwei Erwachsene sind. Da müsste noch ein Jungtier sein eigentlich. Komm mal rein. Komm mal rein. So ist gut. So, Technikbaum. Die Spitzhacke ist wahrscheinlich gar nicht so verkehrt. Ich vermute, die brauche ich. Eisenspeer ist natürlich perfekt. Ja, den Langbogen kann ich noch herstellen. Okay, das ist alles weit. Ah, hier haben wir ein Schild. Sehr schön. Ich hoffe, die werden dann auch auf der Map angezeigt. Das würde Sinn machen. Ansonsten, hier hinten haben wir dann Steinwand und so weiter. Sehr cool, da freue ich mich drauf. Ja, komm, was soll der Geiz? Das. Okay. Gehirnerschütterung und Prellung, Lebensmittelvergiftung und anderer leichter Infektionen. Ja, damit hatte ich bisher nicht so zu kämpfen. Eiternder Wunden. Doch das war jetzt bisher nicht so relevant. Ich dachte eher sowas wie die Lungenentzündung vielleicht. Blitzableiter. Absolut. Und den nehmen wir. So, der Holzbogen, der Langbogen wird scheinbar hier gemacht. Da haben wir ihn. Sehr schön. So, das dürfte hier alles fertig sein. Wie viele Kupferbarren habe ich denn? Oh, genau 10.
Perfekt. Aha. Jetzt ist natürlich die Frage, wo setze ich den am besten hin? Ich hätte jetzt spontan gesagt an den höchsten Punkt, aber vielleicht reicht das hier ja auch schon. Ich glaube ja ehrlich gesagt, erst durch das Einsetzen dieses Dings kommen die Blitze jetzt. Ich weiß nicht warum, aber bisher hatte ich noch gar keinen Blitz oder irgendwas. So, der Bogen. Das hätten wir, soweit so gut. Das haben wir. Amboss. Noch drei Eisenbarren. Über die Spitzhacke. Kann das Ding raus. Ja, mit jedem Schlag zwei oder drei Steine. Das ist gar nicht so schlecht. was machen wir? Strohrabatt. Schnelleres Zielen. Ja, warum nicht? Den Pfeilschaden. Bringende Knarre, ja gut, habe ich noch nicht. Beim Schleichen schwieriger zu entdecken. Reduzierte Chance, durch einen Sturz Verstauchung zu erleiden. Die Grundbewegungsgeschwindigkeit. Machen wir mal Ausdauer. So, dann schauen wir mal, wie weit wir hier vorne sind mit dem Kraut hier. So, Wasser sieht noch ganz gut aus. Ja, es dauert natürlich ein bisschen, aber fantastischer Fortschritt, wie ich finde. Eisenwerkzeuge gemacht, Anbauflächen, die erste Mission gemacht. Wenn das fertig ist, in den Pott hoffentlich dann ein Stufenaufstieg und dann wird es nach und nach mehr. Und ich freue mich schon, wenn das hier dann irgendwann aus Stein sein wird. Und dann schaue ich mal, ob ich das daneben baue oder wie ich das mache oder ob ich alles einzeln so ersetze, wie es da jetzt ist. Das war's für heute mit Ikarus, liebe Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, bis dahin. Ciao.